Jo, moin, 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 Leute, was geht ab bei euch? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute haben wir zwei dicke Boxen vor, aufzumachen. Und zwar habe ich einmal hier die wunderschöne, schillernde Samazenta Premium Figurenkollektion und natürlich dann dementsprechend noch die schillernde Seishin Premium Figurenkollektion. Und die beiden Boxen wollen wir jetzt aufmachen. Genau, in der Box seht ihr selber, haben wir einen Pin. Eine Figur, Promokarte, dann sind es noch Sleeves und 11 Booster. Also da haben wir, also insgesamt mit beiden Boxen, ihr seht, der Inhalt ist dann identisch, halt nur mit Samazenta in der Box. Aber ansonsten, boostermäßig ist es alles identisch. Ja, das heißt also, wir hauen hier einfach mal die Booster raus. Ich mache die Box jetzt einmal auf. Weil das ist auf jeden Fall wieder so ein, ja, riesiger Verpackungsdingens wieder, wie immer halt, man kennt das ja. So Leute, also ihr seht, hier sind die Sleeves, die sehen schon ziemlich nice aus. Und ja, an der Stelle würde ich mal sagen, packen wir uns die Promokarte schon mal raus. Ja, ihr seht, hier ist der Pin, hier ist die Figur. Die stellen wir mal weg beiseite. Ihr seht schon die Promokarte, die sieht halt schon mega nice aus. Also die gefällt mir sehr gut. Und dann packen wir uns mal die 11 Booster hier raus. Und das gleiche machen wir jetzt natürlich noch mit der anderen Box. So, dann kommt natürlich noch die Samazenta-Box, die wir noch öffnen werden. Boah, das ist aber auch echt, da muss man auch extra gefrühstückt haben, um die Dinger aufzukriegen. So. Aber wir haben es. Leute, Entwarnung, wir haben es. So. Sorry für die Unruhe hier. Das ist aber alles hier irgendwie die ganzen, ja, die ganzen Karten hier so, diese ganzen Box-Dinger muss man irgendwo dahin tun. Also seht schon, die Figuren sind schon mega nice, ey, auf jeden Fall. Und ja, ich bin mal sehr auf die Booster gespannt. Wir können ja mal gucken, welche Box die besseren Hits gönnt. Also ihr seht schon, Leute, der untere Stapel, das ist die Samazenta-Box und das hier oben ist die Seishin-Box. Ja, da würde ich mal sagen, dann fangen wir einfach mal an. Ich würde mir nur erstmal natürlich noch die Promokarten sleeven, dass die. Oh, da ist noch eine Promokarte drunter. Oh ja, das ist nice. Aber erstmal sleeven wir uns die erstmal hier. Na, dass wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Und so, ihr seht, Leute, die sind safe. Zwei wunderschöne Promokarten. Ich stelle euch jetzt das auch ein bisschen noch wieder näher nach unten ein, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt, dass das nicht alles so, ja, so weit von weit oben ist. Dann habt ihr die Karten noch besser im Blick. Also wir fangen an mit dem unteren Stapel hier. Und dann würde ich mal sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wir gehen da direkt rein. Also Leute, wir haben 22 Booster vor uns. Ja, wir gucken mal. Da kriegt ihr auf jeden Fall wieder gut ein paar Codekarten zum Abstauben. Auf jeden Fall an der Stelle. Genau, weil ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr kriegt die Codekarten fürs Online-TCG, wo ich ja nicht so drin bin. Und genau, deswegen gucken wir dann mal. Also wir gucken mal, dass wir den einen oder anderen Hit vielleicht noch hier pullen. Ich bin ja auch, ich sammle ja auch immer noch ein bisschen an dem Master-Set hier dran. Das sind natürlich einige Karten. Oh Leute, es geht richtig gut los. Lino, Full-Art-Trainerkarte. Geil, lol. Und, wow, direkt ein Doppelhit, Leute, guck ich das an. Und direkt die Pikachu-Karte noch. Oh mein Gott. Das ist ja insane. Das war das erste Booster. Leute, was ist denn hier los? Das geht ja schon richtig gut los. Holy moly, wenn das so weitergeht, Leute, dann, ja, keine Ahnung, dann haben wir ja fast das ganze Set gesammelt. Nein, Spaß, aber richtig geil. Also, holy shit. Bin ich ja richtig gehypt gerade schon. Das war ein Booster. Boah. Ja, das ist schon geil, wenn man in einem Booster so einen Doppelhit hat. Also, ja, das finde ich schon ziemlich nice. Aber Leute, ich sag euch eins. Also, wie gesagt, was soll ich sagen? Wie ist der Scam-Marker natürlich? Beste. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also, ich finde die Boxen eh generell sehr, sehr schön. Und, ja, Zenit der Könige ist auch ein mega geiles Set. So. Und das war ja sozusagen auch irgendwie ein bisschen das Abschlussset von dem Schwert- und Schildzyklus. Und ihr seht ja noch, hier haben wir noch die alten. Oh, Leute, nächste. Freunde aus Sinnoh. Was ist hier los? Die Booster gönnen ja insane bis jetzt. Zwei Booster, zwei Hits.
Das ist ja richtig heftig. Also das ist ja unglaublich. Ich bin gerade sprachlos. So, Leute, wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar Booster vor uns. Aber ich würde mal sagen, so kann es gerne weitergehen. Also hätte ich jetzt nichts gegen. Also, ne? Also, oh, noch ein Visa Scam-Marker. Geil. Nehmen wir auch wieder mit. Und ja, so kann es gerne weitergehen. Schon fast eine Karte geskippt hier. Das gute Britz-Igel hätte ich fast geskippt hier. Der Superball, ein Scheinux, ein Krebskorb, ein Gladiantri, Jurob, ein OG-Pokémon. Ey, Leute, wir haben wieder einen Hit. Ich sehe das doch schon da durchschimmern. Seht ihr das hier unten? Ja, doch schon wieder irgendein Hit. Was? Raikou? Nein, V. Ey, die Karte ist so insane geil. Das gibt's doch nicht mehr. Ey, das ist doch nicht mehr. Ey, das glaube ich gerade nicht. Wir reden hier. Wir haben hier drei Booster aufgemacht, Leute. Und haben in jedem Booster bis jetzt einen dicken Hit gehabt. Ey, das gibt's doch echt nicht mehr langsam. Ich kann das nicht mehr glauben gerade. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Ey, diese Box, die gönnt ja jetzt schon insane. Das ist ja unglaublich. Also das ist schon echt, kann ich gar nicht, ich komme gerade nicht drauf klar. Aber ich meine, man kennt das ja, wenn man mal so, ne, mal so ein zwei Booster, mal so ein Hit hintereinander hat, freut man sich. Aber das ist das dritte Booster und wir haben einfach nur dicke Hits bis jetzt gezogen. Oh, vor allem auch wirklich dicke Hits. Ich meine, das Raikou ist, ey Leute, das gibt's nicht, ey. Nächster Hit. Ditto. Und noch ein Mewtwo Holo, auch sehr schön. Also ich bin echt gerade, ich kann es nicht fassen. Was ist denn hier los? Ich habe noch gedacht, so mein angefangenes Paket Sleeves wird noch reichen. Aber mittlerweile bin ich wieder. Oh, das ist schon eine schon leer. Wenn nun angefangen ist, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das noch reicht, ey. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ja, wir ziehen vielleicht so 6, 7 Hits oder 8 oder so. Da habe ich gedacht, das reicht ja locker. Ja, mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich packe mal die Promokarten beiseite, die haben wir ja schon gesehen. Ich will so ein bisschen hier oben für euch die Hits so drapieren, dass man einfach, dass ihr die noch ein bisschen im Blick habt, was wir schon so gepullt haben. Ne? Ey, Leute, wir haben noch mega viele Booster vor uns. Und ja, keine Ahnung, ey, wir haben schon irgendwie voll die dicken Hits gesammelt. Was ist hier los? Unglaublich. Ich kann es einfach nicht fassen gerade. Oh mein Gott, ne Schnäppke, was sagst du dazu? Ich bin einfach nur fassungslos. Ein Tangela, ein Pupanz, ein Galamauzi, Pupanz Reverse und ein Galamauzinga, genau. Leute, das war das fünfte Booster jetzt, glaube ich. Und das war das erste, wo wir keinen in diesem Hit drin hatten. Das ist unfassbar. Was waren das gerade für eine Streak, die wir da hatten? Oh mein Gott. Ja, so rum. Zack. Und dann, ich glaube, ich habe den Kartentrick? Ne, den habe ich nicht verkackt. Okay, gut, ich dachte schon. Ich habe da irgendwas verkackt, aber habe ich doch nicht. Wunderbar, dann ist ja gut. Lunastein, dann haben wir einen Sonnenfüll. Ein Wuffels. Dann ein Fililu. Libiskus haben wir hier drin. Ein Plaudergei am Chillen. Yanma. Ein Kleopatra Reverse. Und ein, nochmal ein Galamauzinga. So, ich muss mal gerade die ganzen Bulk-Karten so ein bisschen beiseite legen. Sonst haben wir nämlich nachher schon wieder keinen Platz mehr hier. Ich glaube, ich muss mir echt irgendwie einen größeren Tisch hier holen. Ne? Das ist unglaublich. Ich habe hier echt gefühlt nicht so viel Platz. Also wenn ich solche Mammutboxen aufmache mit so vielen Dingern drin, ich glaube, da habe ich ein bisschen Platzmangel. Ich glaube, das ist irgendwie auf Dauer nicht so gut. Hyperball. Dann der Auktionshammer, sage ich mal. Ne? Auktion gewonnen. So ein Ding ist das. Galamauzi. Oh, wir haben einige Karten jetzt gerade geskippt. Oh Mann. Weimar. Scheinux, sorry fürs Skippen, das wollte ich nicht. Oh, ein Swalock Reverse. Und, oh Leute, Rotom Vista. Geil, wieder ein Hit. Krank. Also, das ist schon der Hammer. Ja, Leute, was ist denn von den, was ist denn von diesen legendären Pokémon Raikou, Entei und Zurück in euer Lieblingsartwork aus Zenith der Könige? Schreibt es mir mal gerne in die Kommis. Ich finde irgendwie alle sind irgendwie geil. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es nicht sagen, welches das Geilste ist. Irgendwie. Jedes hat seine Art, ist irgendwie geil. Weiß ich nicht. Also ich könnte da nicht sagen, boah, das fühle ich mehr oder so. Also das könnte ich gar nicht. Oh, wieder eine geskippt. Richtiger Fettfinger-Move hier gerade wieder. Was ist denn los? Ey? Ich habe mir doch gerade noch vor dem Opening hier die Hände noch extra gewaschen, schön und alles. Und ja, dass ich extra dachte, dass da meine Hände clean sind, ne?
Hibiskus Reverse und ein Manguspector. So, Leute, jetzt haben wir aus der ersten Box noch drei Booster. Dann haben wir die ersten 11 schon mal auf, das heißt Halbzeit. Ja, bis jetzt bin ich mit der Ausbeute aber mehr als zufrieden. Hammer! So, da haben wir noch die Metallenergie, ein Sonderbonbon, Zwirklob. Dann haben wir den Energieumschalter. Dann haben wir Pampam, Schnäppke. Dann haben wir wieder Wuffels, Tangela mit der Beere. Oder, oh, wir haben eine Reverse-Energiekarte. Ey, was ist denn los für einen Moment? Ich skippe voll die Karten fast. Boah, ich finde die so nice, ne? Und ein Zwolok. Also ich finde diese Reverse-Energiekarten, die finde ich so nice. Also die finde ich so, so schön. Also das ist auch auf jeden Fall ein Hit, über den freue ich mich auch immer. Was sagt ihr, Leute? Sind da irgendwie, gibt es bei euch so Energiekarten-Sammler oder Fans so, die da auch sagen, ja, die wollen alle möglichen Energiekarten auch sammeln. Also ich verfolge ja auch immer Trilux regelmäßig, ne, bei seinen Openings und so, was der so aufmacht. Und er ist ja auch ein bekannter, ja, Energiekartensammler und Fan. Und ja, by the way, Scammarker, ne? Ihr kennt's. Das haben sie erstmal wieder, hat Pokémon Company wieder eine Karte gespart im Booster. Da packen sie einem so einen schönen Scammarker mit rein. Wolli, richtig am Abchillen. Pampam wieder. Alter, das gibt es nicht, das Mew. Ey, ich glaub's gerade nicht mehr. Oh, noch eine Holo-Karte, nice. Also das ist echt, also die Box, die war ja unglaublich. Also das ist ja echt eine Hammerbox gewesen, die wir hier bis jetzt aufgemacht haben. Oh mein Gott. Leute, also das, ihr müsst bedenken, das war bis jetzt eine Box, ne? Eine einzige Box war das, die wir bis jetzt aufgemacht haben. Das ist das letzte Booster aus der ersten Box. Und danach kommen nochmal 11 Booster. Und wenn die genauso reinhauen wie die jetzt, ja, dann gute Nacht. Also das ist schon echt, wäre ultra. Oh, ich habe einen Kartentrick verkackt. Oh nein. Okay, machen wir jetzt so. Oh, wir haben wieder, Leute, wir haben wieder einen Hit, ne? Altaria. Geil. Meine Güte. Ja, ich hätte es gerne ein bisschen spannender jetzt gemacht, aber sorry, ich habe irgendwie den Kartentrick komplett verkackt. Also das habe ich echt reingeschissen gerade. So, also seht, Leute, lassen wir jetzt nochmal Revue passieren. Leute, ihr müsst bedenken, das jetzt sind nur die Hits aus der allerersten Box. Ne? Und wir haben noch eine jetzt vor uns. Das war, glaube ich, die Samazenta-Box jetzt, die wir aufgemacht haben. Also das waren alles die Hits aus der Samazenta-Box. Und es heißt, es kommt ja jetzt noch die Zacian-Box. Also Leute, das ist unglaublich, was wir da für Hits rausgezogen haben. Ich packe die jetzt mal auf einen Stapel hier hin. Das hat den einfachen Grund, dass wir ein bisschen platzsparender hier arbeiten können. So, jetzt geht's direkt in die nächste Box. Das ist die, wie gesagt, die Zacian-Box, die jetzt kommt. Wenn die genauso reinhaut, das ist ja der Hammer. Das wäre ja unfassbar. Also das wäre ja schon gar nicht auszuhalten, sage ich mal. Da haben wir einen Rockheimer, Gladiantri, wieder Jurob. Dann haben wir einen Wuffels. Das Artwork finde ich auch mega nice von Wuffels. Riolu. Alter, das gibt's nicht. Sylvanas Vitalität. Ich glaub's gerade nicht mehr. Und noch ein Grillcheater wie hinten dran. Wieder ein Doppelhit-Booster. Also ich kann's echt langsam. Ey, was sind das für ultimativ geile Boxen? Ich komme darauf gar nicht klar. Boah, Leute, also da überlege ich mir doch Tatsache noch, ob ich die Boxen von diese drei Tins noch aufmache. Ich habe ja noch diese Gala Arctos, Zapdos und Lavados Tin, habe ich auch noch hier stehen. Original verpackt. Und ja, wenn ihr da Bock habt, dass ich die auch noch aufmachen soll, die drei, in einem neuen Video, schreibt es mir gern in die Kommis und ja, dann machen wir das. Weil, wie gesagt, ich habe die noch hier original verpackt stehen und die können wir halt auch noch aufmachen. Also das wäre auch noch so eine Sache, was noch auf jeden Fall ein schönes Video geben würde vielleicht. Was auch für euch, glaube ich, interessant wäre vielleicht. Ne? Ich meine, allein die Promokarten sind ja schon mega geil von den dreien. Also irgendwie kleben die Karten aber trotzdem irgendwie total aneinander. Ach, der Staubsauger als Reverse-Holo, cool. Und noch ein Duraludon V. Nice. Ja, okay, das ist schon echt... das ist schon der Hammer gerade. So.
Ich packe mal gerade die Bulk-Karten wieder ein bisschen weg. Also Leute, wie gesagt, wir haben ja noch, ihr seht schon, was wir da für einen Stapel an Boostern haben. Und bis jetzt ist es ja von dem Puls auch schon wieder krass dafür, dass wir gerade mal zwei oder drei Booster aus der Box jetzt aufgemacht haben. Ey, das ist ja unglaublich. Also, die Boxen, die gönnen ja richtig rein. Ja, Zenit der König ist einfach ein geiles Set. Also das muss ich halt mal sagen. Cesurio, dann haben wir hier einen Georock, einen Galamauzi. Dann haben wir wieder der Energiezugewinn, das Scheinux. Dann haben wir das Ignivor, Emolga. Ey, das gibt es nicht, Koriogel. Alter, das ist... Und noch ein Zeraora-Vi hinten dran. Schon wieder ein Doppelhit-Booster. Das ist das zweite Doppelhit-Booster, was wir jetzt hintereinander haben. Die Boxen, die sind ja unglaublich. Also, ich, wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sagen, Leute, ja, ob die alle so sind, aber die beiden, die ich jetzt hier mir gekauft hatte, die gönnen ja richtig rein. Das ist ja unfassbar. Also, ach, by the way, Leute, noch, falls euch interessiert, ich habe für die Boxen, also die eine, die habe ich so für 70 Euro gekauft online und die andere war im Sale. Die habe ich für 55 damals gekauft. Ist schon was her, ist schon bestimmt schon so anderthalb Monate oder sowas her. Also wie gesagt, so in dem Bereich. Also im Moment habe ich die auch bei den Karten, haben sie die bei den Card Buddies auch für 65 Euro rum. Finde ich ein guter Preis. Man muss ja bedenken, das sind ja schon echt, die Booster kosten ja mittlerweile auch schon so 6, 7 Euro von Zenit der Könige. Ein Schlaraffel wie, nice. Und ja, deswegen, also ich finde den Preis eigentlich ganz gut. Selbst, guck mal, 6 Euro für einen Booster. Ihr habt 11 Booster drin, da wären wir ja schon mit 11 Boostern schon bei 66 Euro. Und mit den ganzen Sachen, die man noch zusätzlich da drin hat, das ist schon echt ein guter Preis. Ihr müsst ja bedenken, ihr habt die Sleeves noch, ihr habt die Figur, ihr habt noch die Promokarten und so. Das ist schon echt fett. Also das für so 65, 66 Euro kann man echt nix sagen. Da fand ich selbst 70 Euro noch günstig vom Preis. Ja, so. Also Leute, guckt auf jeden Fall, ich kann sagen, nur schaut auf jeden Fall mal bei den Card Buddies vorbei. Und ja, kann ich euch nur ans Herz legen. Die Jungs und Mädels haben gute Preise und faire Preise, da wird man auch nicht weggescammt, ne, wie oft vielleicht bei anderen Läden. Oh, Bisbark V, nice. Also deswegen, also ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit den Card Buddies gemacht und ich verfolge die auch schon seit jetzt bestimmt also 3 Jahren, 2, 3 Jahren schon. Habe schon viele Sachen gekauft, also ja, da könnt ihr euch auch sicher sein, dass die Booster nicht irgendwie abgewogen sind oder sonst irgendwas. Also die sind echt fair und top im Preis, also ja, und auch sehr sympathisch, muss man sagen. So, Cesurio, ein Zerpurze. Dann haben wir ein Scheinux. Dann haben wir ein Galapantimos. Ein Sonnenkern. Ein Smogon. Freunde aus Hisui. Und ein Duraludon V-Max. Alter, das gibt's nicht. Ey, jedes Booster hat einen Hit fast. Das ist unglaublich. Also, das ist ja... Selbst die Box hat der Schüler. Guckt euch die Hits mal da oben an. Das war auch die eine Box. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich jedes Booster fast ein Hit. Also, da muss man ja die Booster schon rausnehmen, die keinen Hit hatten. Also das ist ja schon selten gewesen. Ne? 4. Denkt da Leute, der alte Kartentrick, da muss man dran denken. Ne? Schwert- und Schildzyklus-Kartentrick, der ist ja 4 von hinten nach vorne. Nicht wie jetzt beim neuen, nur eine Karte. Also da, ja, dass man da nicht reinscheißt beim Kartentrick. Popanz, Galamauzi, Weilmar. Wir haben wieder einen Hit, Leute. Das gibt es. Ich gucke es euch an. Und nochmal den Lino. Lol. Und nochmal Rotom Vistar. Die haben wir zwar beide schon aus der anderen Box gezogen, aber ist trotzdem geil. Zwei insane Hits, Leute. Die kann man auf jeden Fall. Ja, freue ich mich drüber. Geil. Auf jeden Fall. Mega gut. Ja, heute sind endlich mal meine Sleeves gekommen. Also, ist das endlich? Ich habe mir jetzt endlich mal ein paar neue Sleeves wieder bestellt. Weil ich bin von meinen Sleeves so runter. Ich hatte, wenn natürlich immer was aufmacht und so. Gerade das neue Set, ne? Jetzt, wenn man da zwei Reverse-Holos hat, die man Sleeve und dann auch garantiert eine Holo, da brauchst du ja quasi pro Booster, brauchst du ja schon 3 Sleeves. Und das merkst du halt, ne? Und da habe ich jetzt halt echt immer wieder 750, 800 Sleeves mal nachbestellt direkt. Dass man da auch erstmal ein bisschen mit hinkommt. Und ja,
Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Jetzt habe ich endlich wieder genug. Jetzt kann ich wieder mit gutem Gewissen. Ey, das gibt es nicht. Dianzi, nächster Hit. Blubella. Ey, ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll, Leute. Wir haben jetzt noch, glaube ich, noch drei Booster. Aber guckt euch mal bitte diese Hits an. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. So, Leute, letzte drei Booster. Also, das ist echt unglaublich, was man hier für Hits drin hatte in den Boxen. Meine Güte. Habe ich noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Also, ich meine, ich habe ja schon einiges aufgemacht, aber so eine Hitdichte habe ich noch nicht gehabt. Luxio. Ein Zaplalek. Dann haben wir wieder den Urlaubskoffer da. Shinux wieder am Chillen mit der Zeitschrift. Ignivor. Dann haben wir ein Weilmar. Dann haben wir den Pokéball. Dann haben wir ein Jurob als Reverse. Und ein Tangolos. Wow, mal kein Hit. Das ist ja schon eine Überraschung. Sag mal, man muss ja eher mal die erwähnen hier, die Booster, wo kein Hit drin war. Unfassbar, auf jeden Fall. Ach, hier ist wieder ein Vista-Scam-Marker drin. Nice. Da freue ich mich ja. Die letzte Box hatte einige Vista-Scam-Marker mehr gehabt. Also deswegen. Bin mal gespannt. Riolu. Ein Mangunio. Ein Kikugi. Ein Staralili. Dann haben wir hier den Tausch. Ein Sarude. Reverse. Und ein Holo Absol. Nice, schöne Karte. Schöne Holo, auf jeden Fall. Ja, das ist schön gemacht, finde ich. Auch mit dieser Umrandung. Das sieht echt nice aus. Guck ich das an. Geil. So, Leute, letztes Booster. Und meinte, da ist noch ein Hit drin. Das wäre schon echt krass. Also, wenn da jetzt noch ein Hit drin ist, ich bin echt, ja. Oh, noch ein Scam-Marker. Ja, geil. Nice. Also noch ein Scam-Marker haben wir, Leute. Oh, bin ich voll gegen die Kamera. Der Auktionshammer. Venus Liebes, das Sonderbonbon. Ein Weilmar. Shinox. Ignivor. Myrapla. Auch ein cooles Artwork. Jurob. Ein Holo Yanma. Und ist noch ein Hitter, Leute. Ein Yanmega. Nein, aber geil. Also, Leute. Jetzt nochmal die Puls aus der Box. Ja, ihr seht schon, wie viele das einfach sind. Ihr seht ja, Holo Absol. Dann haben wir das Duraludon V-Max. Dann haben wir das Bisbug V. Dann haben wir das Schlaraffel V. Dann haben wir Dianzi gezogen. Dann haben wir Zeraora V gezogen. Dann haben wir hier das Coriogel gekriegt. Die Rotom Vista. Dann die Duraludon V-Karte, dann haben wir dann den Lino das zweite Mal gezogen, Sylvanas Vitalität und das Grillcheater V. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, war ein geiles Opening. Und ja, welche Box hatte jetzt mehr Hits? Wäre noch interessant. Ne? Wir können ja mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also die Samazenta-Box hatte 11. Und die Säschen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also hat die Säschen-Box einen Hit mehr gehabt. Also ein dünner Vorsprung geht dabei an die Säschen-Box, der Kollege hier. Und zweiter Platz geht an den Kollegen Samazenta. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß jetzt wie ich beim Öffnen, so beim ihr beim Zuschauen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace, haut da rein, Leute.